Hallo meine Lieben, oh, ich sehe total müde aus, kein Wunder. Wir haben ein Neugeborenes zu Hause. Heute ist der 5. Tag im Leben von unserem kleinen Ben. Und wir hatten eigentlich eine sehr gute Nacht. Die Nächte davor, die waren noch sehr, sehr schwierig, aber heute Nacht war echt gut. Liana ist nur einmal aufgewacht und Ben so im 3-Stunden-Rhythmus. Aber sind beide gleich wieder eingeschlafen. Also es war echt im Vergleich zu den Nächten davor eine super Nacht. Trotzdem bin ich müde, logisch. Jetzt habe ich einen sehr entspannten Morgen mit Ben genossen, weil André komplett Liana übernommen hat heute Morgen. Das war sehr schön. Die sind zusammen runter, haben Grießbrei gekocht, haben im Spielzimmer gespielt und ich habe geduscht, habe Ben fertig gemacht. Und jetzt habe ich gerade das Frühstück gerichtet. Jetzt ist es auch schon fast 10. Wir werden jetzt schön frühstücken. Ben liegt wieder in seinem Lalisu und schläft. Liana ist mit Papa im Spielzimmer. Ich habe Rührei gemacht, ja, und jetzt werden wir erstmal frühstücken. Und dann haben wir vor, heute das erste Mal ein bisschen spazieren zu gehen. Natürlich noch ganz langsam, aber ich fühle mich fit und Ben tut es bestimmt auch gut, ein bisschen frische Luft zu schnuppern. Und wir haben ja den tollen Geschwisterwagen von ABC Design, den wir jetzt endlich einweihen können. Einmal habe ich ihn schon eingeweiht mit meiner Schwester und Liana. Der Sohn von meiner Schwester saß schon drin, aber der saß in dem Sportsitz, ne? Der braucht auch schon keine Babyschale mehr. Und jetzt haben wir gleich die Jungfernfahrt von dem Geschwisterwagen mit unseren zwei Kindern drin. Wir haben jetzt zwei Kinder, das hört sich so krass an. Das wollen wir später machen und ja, ansonsten einen gemütlichen Wochenbetttag. Aber auf jeden Fall mal das mit dem Kinderwagen. Jetzt gehen wir aber erstmal frühstücken. Ich wollte euch auch unbedingt noch meinen Bauch zeigen. Er ist noch da, natürlich, ne? 5. Tag. Aber wenn ihr überlegt, was ich für einen Bauch gehabt habe, dann ist das echt schon ganz schön gut, wie das sich toll zurückbildet, die Gebärmutter. Und durch das Stillen, also ich hatte echt heftige Nachwehen oder hab's. Naja, jetzt wird's besser. Aber 4 Tage waren echt schlimme Nachwehen, aber das ist halt toll für die Gebärmutter, weil ne, die sich wieder zusammenzieht. Ich wurde ja schon von vielen Freundinnen vorgewarnt mit den Nachwehen, dass das halt beim zweiten Kind echt nochmal eine ganz andere Nummer ist und so war es auch. Also die ersten 2 Tage waren echt richtig krass. Da musste ich auch Ibuprofen nehmen, weil das so weh tat. Also gerade beim Stillen kamen dann die Nachwehen immer und da musste ich also wirklich so ein bisschen veratmen, weil das echt weh tat. Aber ja, so 3., 4. Tag hat es jetzt nachgelassen und heute hatte ich noch gar keine Nachwehe. Mal schauen, vielleicht hat sich das jetzt erledigt. Ich wäre sehr dankbar. Aber das war schon nochmal eine andere Nummer wie bei Liana. Bei Liana habe ich das gar nicht so wirklich gespürt, glaube ich. Oder höchstens nur ein... Ah, doch, habe ich. Aber da war ich ja ein paar Tage im Krankenhaus und hatte da auch Ibuprofen. Doch, ich erinnere mich, bei Liana hatte ich auch Nachwehen. Mami! Ja, mein Schatz! Stimmt, mein Schatz. Hier liegt der kleine Ben in seinem Lalisu und da sitzt die große Schwester und frühstückt. Also, wir werden jetzt erstmal ausgiebig frühstücken. Liana und Papa wollten Rührei und dann haben wir noch Brot und Käse und Marmelade. Und ich hatte noch mehr Käse und Agi. Mehr Käse und Agi-Tee hast du, ne? Ist lecker? Mhm. Super. Jetzt mache ich mal den kleinen süßen Ben ein bisschen frisch, wenn er Lust dazu hat. Hat er nicht so? Okay, doch, erst stillen. Ich wollte euch nämlich gerade kurz zeigen. Wir probieren uns jetzt aus mit den Stoffis seit ein paar Tagen, seit Ben da ist. Und klappt eigentlich ganz gut, aber es kam ja auch noch nicht so viel. Es kam das Kindspech, also dieses schwarze Kaka. Und jetzt wird es einfach, ne? Weil bei diesem Muttermilchstuhl, den kann man wirklich komplett mit in die Waschmaschine geben. Der löst sich auf. Das ist das einfachste Kaka, das es gibt. Und die Stoffwindeln, die passen auch alle gut. Ich habe bis jetzt erst die benutzt, wo der Nabel frei ist. Aber gestern ist die Nabelschnur abgefallen. Total überraschend, nach 4 Tagen schon. Und jetzt haben wir keine Nabelschnur mehr dran. Das heißt, jetzt können wir alle Stoffis benutzen. Und jetzt testen wir uns so durch, was wir so am besten befinden. Und da sage ich euch dann Bescheid. Ich zeige euch jetzt auch gleich, welche ich dran hatte und welche ich dran mache. Aber jetzt hat der kleine Mann hier erstmal Hunger bekommen. Ach, und morgen ist die U2. Da müssen wir jetzt leider zu einem Kinderarzt fahren, den ich noch gar nicht kenne, zu einem Vertretungsarzt, weil meine Kinderärztin total ärgerlich. Die hat mir zugesagt, dass sie zu uns nach Hause kommt, wenn der Kleine auf die Welt ist, um die U2 zu machen.
Und jetzt habe ich da angerufen und jetzt ist der AB dran, dass sie 2 Wochen im Urlaub sind. Also total fies, weil ich das alles vorher abgeklärt habe. Aber wahrscheinlich hat sie halt nicht bedacht, wenn ich übertrage, dass sie da dann im Urlaub ist. Also ich habe mich da jetzt echt drauf verlassen und da war ich jetzt echt verärgert drüber. Aber was kann man machen, ne? Die sind im Urlaub. Und sie hat auf ihrem AB einen Ersatzarzt, Kinderarzt, den hat, ja, habe ich noch nie gesehen, weiß ich nicht, wie der ist, aber die U2 ist ja nichts Tragisches. Da werden wir morgen hinfahren und die U2 machen und dann, wenn er sich den Nabel angeschaut hat und da alles gut ist, da werde ich morgen nachfragen, dann werde ich ihn morgen oder übermorgen das erste Mal baden. Da freue ich mich auch schon drauf, Liana hat es geliebt. Also ich wasche den kleinen Ben nur mit Wasser und Kokosöl und bei dem Kokosöl mache ich einfach immer den Waschlappen so ganz leicht rein und dann schmeiße ich das so ins Wasser und das löst sich dann auf und damit putze ich ihm den Pupi ab. Und am liebsten haben wir gerade, aber ne, da kann ich mich noch nicht festlegen, die Simplex Organic Blueberry Diapers. Die sind vom Sitz einfach perfekt. Und die haben auch diesen Knopf, dass der Nabel frei liegt. Das war jetzt natürlich die letzten Tage sehr, sehr wichtig. Und die passen wirklich sehr, sehr gut. Aber ihr wisst, ich habe ganz viele Marken und die testen wir jetzt alle hier mal durch und aus. Und dann schauen wir mal, was so, ja, vom Gesundheit, was vom Sitz am allerbesten ist. Da kann ich euch dann erst in ein paar Tagen oder Wochen darüber berichten. Wow, das Sandmännchen. Wir haben ganz vergessen, dass wir noch ein Päckchen haben, das wir heute aufmachen dürfen. Da steht, dass das Päckchen von der lieben Nadja ist. Die Nadja, die schaut uns ganz oft an und die kommentiert Wow! Für Papa! Genau, Liana, zeig mal. Ein Duschgel für Papi. Oh mein Gott! Active Nature für Men. Für Mama! Schokolade für Mama! Die Nadja ist eine ganz, ganz treue Zuschauerin, die uns schon so lange schaut. Dankeschön. Und immer wieder Päckchen schickt und alles kommentiert, was wir posten. YouTube-Videos, Instagram, eine ganz, ganz treue. Nadja, vielen, vielen Dank für das tolle Päckchen. Wir wissen jetzt schon, dass es toll ist, denn wir haben Schokolade. Und jetzt packen wir mal alles aus und zeigen es euch gleich. Oh, liebe Nadja, vielen, vielen Dank. Schaut mal, was wir hier wieder alles bekommen haben. So süß. Ein kleines Spielzeug für Ben. Dann für Mia Leckerlis Schokolade, für André Schokolade und Duschgel. Liana hat ein Leo Lausemausbüchchen bekommen, ganz viel Badezusatz. Ich habe auch Badezusatz und eine Seife. Und dann hat Liana noch einen Mal- und Zeichenblock bekommen und ganz viele gesammelte Sticker. Sag mal danke, Nadja. Danke, Nadja. So, so lieb. Liana stickert hier schön und ich richte jetzt mal alles für unseren Spaziergang. Hier ist schon mal die Babyschale von unserem ABC-Design-Geschwisterwagen. Da habe ich jetzt gerade unser Schaffellsack reingelegt. Da kommt nachher der Ben rein und... Ich will dir auch helfen. Was möchtest du? Helfen? Ja, du kannst mir jetzt gerne helfen, dass die Wickeltasche richten. Jetzt müssen wir nämlich für 2 Kinder packen, ne? Ich habe Wechselkleider für Ben dabei. Ich habe... Windeln dabei, Feuchttücher, eine Creme und für Liana Windeln. Jetzt brauchen wir noch für dich, mein Schatz, Wechselkleider. Jetzt machen wir noch ein Spucktuch drunter, dass wenn der Ben spuckt, dass der Fellsack nicht voll wird. Und dann können wir ihn so zudecken, ne, mit dem Fellsack, Schatz. Das Leben mit 2 Kindern, jetzt fängt es an, ihr Lieben. Wir haben irgendwie 2 Stunden versucht, uns zu richten und haben es nicht hingekriegt, weil immer eins der Kinder was anderes gebraucht hat. Jetzt ist es schon 2:30 und jetzt haben wir gesagt, tun wir erst Mittagessen, bevor wir losgehen. Ich habe jetzt gerade für Liana hier breite Nudeln mit Rahmsoße gemacht und wir haben Borsch. Das isst sie leider nicht so gerne, deswegen wieder 2 verschiedene Gerichte. Ben schläft im Lalli so und jetzt ja, gibt es erstmal Mittagessen. Gott, ihr Lieben, ich glaube, wir schaffen es nicht mehr los. Das ist echt der Wahnsinn, bis man 2 Kinder fertig hat. Wir waren jetzt schon komplett fertig. Ben ist auch schon in seinem tollen Wollwalk-Overall von natürlich Familie, aber jetzt hat er wieder Hunger. Deswegen stille ich ihn jetzt noch kurz. Liana und Papa sind schon draußen, bauen gerade den Kinderwagen auf. Das wollte ich euch eigentlich filmen, aber ihr seht, das muss an einem anderen Tag passieren. Der ist nämlich super einfach, wie man den aufbaut. Oder ja, fertig macht.
Aber wir werden sonst gar nicht mehr fertig. Deswegen zeige ich euch gleich den aufgebauten Kinderwagen, wenn dann beide Kinder drin sind und wir los können. Wir haben es tatsächlich nach draußen geschafft und jetzt schaut euch mal diesen genialen Geschwisterwagen an. Ben liegt ganz gemütlich in seiner Schale und Liana sitzt vorne dran und beobachtet alles. Man kann es natürlich auch umdrehen, ne? Man könnte auch die Schale nach vorne und den Sitz nach hinten oder beide Kinder zueinander drehen. ABC Design Zoom heißt dieser Geschwisterwagen. Ja, und André sagt, André ist auch begeistert, sagt es richtig gut, auch zum Fahren. In der Mitte hat man noch so einen Korb, wo man auch einiges reinkriegt und reinlegen kann. Ja, sehr groß. Und trotzdem lässt er sich echt super kompakt zusammenklappen, was natürlich auch ein Riesenvorteil ist. Wickeltasche haben wir jetzt vorne dran gespannt. Und jetzt gehen wir eine Runde spazieren und ein Eis essen. Wow, eine Eisdiele mit Schaukel. Wie cool ist denn das? Juhu! Du kannst zwei Kugeln haben, wenn du möchtest. Ja! Snickers gibt's hier, Erdbeer. Erdbeer, nur Erdbeer? Was hast du da für ein Eis? Erdbeer? Ist lecker. Ben kriegt noch kein Eis und Papa wollte nur ein Bier. Und Mamas Eisbecher. Mama gönnt sich heute. Das ist Naturjoghurt, Banane, Müsli und Nusseis. Jetzt sind wir wieder zu Hause angekommen. André macht gerade Feuerchen. Ich stille Ben. Liana ist noch kurz zur Oma. Die holen wir jetzt aber gleich wieder. Aber wir haben ihr das heute Mittag versprochen. Deswegen durfte sie jetzt noch eine Stunde zur Oma. Und ja, jetzt genießen wir unseren Abend mit unseren zwei Kindern. Und dann melde ich mich ganz bald wieder bei euch. Tschüss. I watch you as you drive. Do you know I'm looking?